Musik, die meine Wünsche, Sehnsüchte auch später das, worunter ich gelitten habe, am besten ausgedrückt hat. Überhaupt Musik als eine Operation am offenen Herzen, wie das mal jemand gesagt hat. Beim Rock'n'Roll ist es etwas anders, weil Rock'n'Roll geradliniger ist, etwas. Da geht dir direkt ein Pfeil ins Herz, wenn überhaupt. Oder es ist Pop-Scheiße, dann ist es Brei oder kommt auf die sentimentale Masche. Obwohl, da gibt es zwei Seiten von, ne? Von diesem Exorzismus. Also einmal, es gibt das, wo ich mich mit dem Publikum identifiziere, je nachdem, wie der Abend ist. Oder es ist direkt aggressiv, weißt du? Das geht dann gegen das Publikum, ne? Also wenn man da schon in einer gespannten Situation ist, wo also weiß man, das kann total viel passieren, das kann total nach hinten losgehen oder es kann total nach vorne losgehen und dann, oder du bist auch drauf, du musst irgendwie gut spielen, das ist klar heute, das geht gar nicht anders. Ne? Es gibt ja Auftritte, wo irgendwie, da bist du dann nicht so angespannt, du willst zwar auch gut spielen, aber irgendwie ist die Spannung nicht so groß. Ne? Und also richtig nervös. Also ich weiß nicht, ich würde das nicht nervös bezeichnen. Ne? Es ist eher so was, ja, Lampenfieber ist es schon. Ne? Es ist irgendwie was anderes. Es ist eine bestimmte Spannung. Wie geht's? Ne? Wenn ich spiele, dann, ich weiß auch nicht, sobald ich ins Publikum gucke, das kann toll sein, aber das ist auch eine Macke von mir. Das muss ich echt trainieren. Ne? Ich kann, also das läuft bei mir so über den Bauch ab, irgendwie alles mit dem Rhythmus, ja. Und am liebsten mache ich die Augen zu und lasse das alles nur durch den, also so. Durchs direkte Gefühl. Ja, also das ist mehr hier unten als hier, ne? Obwohl jetzt so bei Percussion, da kann ich zum Beispiel auch mal, das ist mehr im Kopf irgendwie, das Ganze. Es spielt sich mehr im Kopf ab, ne? Ich muss mir das ja selber jetzt auch überlegen, ne? Ja. Und da kann ich auch nur Vermutungen anstellen, weil ich das auch selber noch nicht. Man forscht ja nicht immer, warum ist man ständig zusammen oder warum. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir so irgendwie schon, vielleicht unausgesprochen, aber schon ein gemeinsames Ziel haben. Also, auch eine gemeinsame Botschaft haben, würde ich sagen. Und das ist wahrscheinlich sehr einfach. Das, wenn man jetzt nicht Liebe sagen würde, sondern irgendwas Schnöderes und Einfacheres, dann würde ich sagen, dass wir halt einfach gut zusammenpassen und uns gut ergänzen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir uns so lange trotz also mörderischen Crashen und so, die so in. Nicht, ich meine, nicht regelmäßig in kleineren, sondern in größeren Abständen kommt dann wieder, also bricht es so gegenseitig auf, aber trotzdem irgendwie uns treu bleiben. Also La Rue hat was für mich, was ich so nicht habe, was er sich auch erhält und genauso ich. Denke ich jetzt mal. Ne? Ja. Aber jetzt von mir aus gesehen ist es einfach so, dass er sich so eine bestimmte Naivität schafft, sich zu erhalten, ne? Wie ich es so nicht schaffe. Ne? Wir sind ja unterschiedlich, wir sind ja nicht gleich, wir sind uns ähnlich in bestimmten Sachen, aber unterschiedlich. Ne? Und in diesen Sachen, also wo wir uns ähnlich sind, da treffen wir uns und in den anderen Teilen ergänzen wir uns. Das ist wahrscheinlich der Trick bei der Sache, anders kann ich es mir nicht erklären. Und muss man dann zu, jetzt hast du nach Langrüh gefragt, aber das ist bei Kai eben auch ähnlich. Das ist ja auch sehr lange. Es ist ja auch fast, also gerade mal 3 Jahre weniger als Langrüh. Kai ist es 15 Jahre. Ne? Was für mich zum Beispiel also ganz schlimm ist, also meine Mutter, 69, ist gestorben. Und das war eigentlich die Frau, die mich absolut zur Musik gebracht hat, würde ich Ja. sagen, ne? Und die hat aber. Und als ich dann Scherben begonnen hat, habe ich immer gedacht, sie kriegt davon nichts mit. Aber ich weiß, dass sie das immer mitgekriegt hat, also dass sie mir auch Kraft gibt. Und ja, das ist einfache Menschlichkeit und auch einfach, ich meine, das Leben ist wahnsinnig kompliziert, finde ich, ne? Heutzutage. Also man ist mit vielen Informationen, wird man bombardiert, dass man, glaube ich,
man muss sich eben auf, fast auf biblische, auf diese einfach religiöse Ebene, die auch einfach ist, also Nächstenliebe, würde ich sagen. Und wenn sich zwei Menschen so verstehen können, also auf eine einfache Art und man ziemlich weiß, was, also irgendwie, was man so, so will, irgendwie, also zumindest was man nicht will. Ja. Vielleicht Ungerechtigkeit.